Dann freue ich mich, dass ich loslegen darf. Mir wurde gerade gesagt, ich heiße Matthias. Das stimmt aber für die nächsten 5 Minuten nicht. Da heiße ich Alex. Und ich will mit euch einen relativ großen Schritt eigentlich gehen von Digitalisierung zu Digitalität. Ja, das ist Alex. Ganz einfach einmal illustriert. Und Alex oder ich beschäftige mich mit Lernen. In welcher Form auch immer, muss jetzt hier gar nicht die große Rolle spielen. Und da ich mich mit Lernen beschäftige, kriege ich natürlich auch mit, was so diskutiert wird, rund um irgendwie das Digitale. Und was vor allem irgendwie immer mitzubekommen ist, das sind so die Zeitungsartikel, die kommen, das, was online geschrieben wird. Und das ist zum Beispiel das Lernen irgendwie mit digitalen Medien und vor allem der Digitalpakt, und immer kriegen wir überall mit, wir in Deutschland hinken irgendwie hinterher. Zumindest wird das so beschrieben, ganz gerne mal. Das, was man hier auf dem Foto sieht, das ist auch so meine Vorstellung eigentlich erstmal vom Digitalen, ne? Also hier ist kein Schulbuch mehr zu sehen bei diesen Schülern auf dem Tisch, sondern die haben Tablet. Wobei ein Heft und Stifte haben sie irgendwie auch noch. Also da sind auch analoge Teile mit dabei. Und ich glaube, ich verstehe auch, warum wir das machen, weil wir wollen ja international mithalten. Wir wollen modern sein, oder ganz gerne wird ja auch sowas wie zeitgemäß mal erwähnt. Und deswegen will ich diese modernen, mehr oder weniger neuen Dinge halt auch einsetzen und habe jetzt beschlossen, für meine Lernenden, ich setze jetzt endlich auch digitale Technologie ein. Wir nutzen jetzt Smartphones und wir machen jetzt Abstimmungen mit Kahoot zum Beispiel. Das ist ganz cool, weil das motiviert, ist ein bisschen spielerisch, das ist witzig, das kann man mal schnell einbauen und dann hat man das Thema auch irgendwie bearbeitet. Wobei ich mich natürlich jetzt schon frage, was ist eigentlich besser? Digital oder analog? Womit lernt man besser? Und das will ich rausfinden und mache das, ja, wie ich das eigentlich immer mache, wenn ich was rausfinden möchte. Ich google. Und das Blöde ist, wenn ich jetzt google, dann stelle ich fest, das ist gar nicht so eindeutig. Also die Frage besser oder schlechter lässt sich hier definitiv mit Google nicht beantworten. Aber ich habe Glück. Ich kenne ja ein paar Leute, die im Bildungsbereich unterwegs sind, die sich damit viel besser auskennen. Da schreibe ich einfach mal eine Nachricht und frage mal bei denen nach, was ist eigentlich besser jetzt, digital oder analog? Wobei, ich stelle gerade fest, ich habe jetzt gerade gegoogelt. Und ich habe eine Nachricht geschrieben über einen Messenger. Ich nutze ja das Digitale eigentlich schon komplett. Also kann das sein, dass es das eigentlich relativ selbstverständlich ist für mich. Und wenn ich mir so meine Lernenden angucke, die nutzen das eigentlich auch schon relativ wie selbstverständlich. Und wie auf dem Foto links zu sehen, nutzen sie es auch für Dinge, für die ich es gar nicht vorgesehen hatte, dass es genutzt wird. Also die Aufgabe sollte man eigentlich selber lösen, aber macht die App an der Stelle. Oder sie nutzen einfach das Tablet, um Mitschriften zu machen, wobei da ja auch viel mehr passiert, als einfach nur was aufzuschreiben, was ich vorher irgendwie auf dem Zettel gemacht habe. Weil ich kann es ja versehen mit Hyperlinks, mit Animationen, ich kann es leicht verschieben, größer, kleiner ziehen. Ich habe unendlich Platz auf so einem Gerät, also zumindest annähernd unendlich. Und ich muss es gar nicht alleine machen. Ich könnte es ja kollaborativ mit anderen machen. Und da kriege ich gerade eine Nachricht. Es gibt wohl einen Begriff sogar, der das beschreibt. Und der ist postdigital. Das kapiere ich. Also wir sind eigentlich eine postdigitale Gesellschaft, dass wir das Digitale nicht nur haben und benutzen und vielleicht ergänzen, sondern dass es Voraussetzung wird für das, was wir tun, dass es Voraussetzung wird für Teilhabe in Gesellschaft. Eigentlich ganz praktisch. Ich würde sagen, den Begriff Digitalisierung, den schmeiße ich bei mir jetzt gerade mal raus. Und ich nenne das jetzt postdigital, oder ich könnte es auch Digitalität nennen. Das scheint mir noch etwas moderner an dieser Stelle zu sein. Alles klar. Also Kahoot vielleicht doch nicht nächste Woche. Da könnte ich mir jetzt coolere Dinge ausdenken. Vielleicht müssen da gar nicht digitale Medien die Hauptrolle spielen, sondern eher so die Denkweise des Digitalen kann interessant sein. Das wird für mich heißen, ich leg los. Spannende Reise in die Welt oder in die Kultur der Digitalität. Und ja, ganz ehrlich, was soll jetzt eigentlich noch schiefgehen? Dank.
Alex, Matthias und willkommen zum zweiten Lightning Talk zur Kultur der Openness. Ich freue mich in dieser Runde jetzt alle, die dabei sind und auch Alex für die nächsten 5 Minuten zu begleiten. Wenn eine Lernende, ein Lernender, in diesem Fall Alex, zum ersten Mal mit der Frage in Berührung kommt, was es überhaupt heißt, im Digitalen oder im Offenen irgendwas zu veröffentlichen, dann ist die erste Frage meistens sehr schnell, was heißt das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Lernunterlagen? Was bedeutet das für die Art, wie ich sie erstelle, wie ich sie veröffentliche? Muss ich was ändern? Kann ich das einfach machen? Verliere ich jetzt was? Und da gibt es ganz, ganz viele Unsicherheiten, klarer und verständlicherweise. Und wenn Alex und andere Lernende uns solche Fragen stellen, dann beginnen wir meistens sehr gerne mal ganz am Anfang und sagen, was ist überhaupt die Idee der Openness? Und wie werden Open Educational Resources, wie sie ja heißen, überhaupt definiert? Da hat die UNESCO uns einen Gefallen getan und eine Definition geschrieben, die besagt, dass Open Educational Resources Learning, Teaching and Research Material in any format and medium sind, that reside in the public domain or are under copyright, that have been released under an open license. Jetzt wird's wichtig, that permit no cost access, reuse, repurpose, adaptation and redistribution by others. Also in meinen Augen sind hier die wichtigen Stichworte, dass OER wirklich in jedem Format, in jedem Medium vorkommen können, dass Openness quasi überall gelebt werden kann, vom gedruckten Buch bis zum Lernvideo, aber dass man sie auch für sämtliche Zwecke und sämtliche Arten weiterverwenden, adaptieren, weiterverbreiten, nutzen darf. Das heißt, man verzichtet quasi als Urheberin auf ein paar eigene Rechte, die man laut Urheberrecht eigentlich hat, und leistet stattdessen einen Beitrag zur freien Bildung. Und warum das wichtig ist, warum Open Educational Resources nicht nur digital irgendwo abgelegte Dokumente sind, die man nutzen kann, warum das mehr ist, das möchte ich Alex und euch erzählen. Open Education ist ein Mindset. Das sagt zum Beispiel die Direktorin der Francophonie Institution for Education and Training, dass Open Educational Resources freely accessible sein müssen throughout the world and they must also consider diversity. Abilities, Language, Culture, Gender, Age and other forms of human differences. Also das ist ein ganz wichtiges Stichwort, considering diversity, denn Bildung ist nur frei, wenn sie für alle frei ist. Und warum das jetzt uns als Lernende, warum Alex das als intrinsisch motivierte Pädagogin interessieren sollte, ist, weil wir Interesse daran haben, dass unsere Lernenden einen freien Zugang zur freien Bildung haben. Dass nicht wie in amerikanischen Community Colleges Lehrbücher eine Barriere darstellen, weil die so teuer sind. Openness kann aber auch was bringen, also erweitert didaktische Möglichkeiten. Ich kann dann als Lernende natürlich mir andere Dinge runterladen, mir andere Unterlagen anschauen oder kann auch vielleicht etwas finden, das mir dann mehr Zeit freischaufelt, mich mehr methodisch auf meinen Unterricht, auf meine Lehre vorzubereiten, weil das Inhaltliche vielleicht schon jemand anders für mich gemacht hat. Es erhöht die Sichtbarkeit der Lehrleistung, gerade auf Hochschulen ist das ein Problem. Die Forschung und die Sichtbarkeit ist da ganz groß und in der Lehre ist dann die Anerkennung meistens nicht so hoch. Aber wenn man die Lehrmaterialien veröffentlicht, dann kann man sich auch hier einen Namen machen und kann hier Anerkennung und Sichtbarkeit erhalten. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der letzte und wichtige Punkt, Förderung der Inklusion. Bildung ist nur frei, wenn sie für alle frei ist. Leider vollzieht sich jetzt aber nicht von selbst und Alex kann nicht ganz allein die Bildungswelt revolutionieren, das wäre doch zu schön. Das heißt, für einen Kulturwandel braucht es uns alle. An einer neuen Mentalität müssen wir gemeinsam arbeiten. Wir müssen beginnen, einen offenen Dialog zu führen, miteinander zu sprechen. Wir müssen Bildung für alle mitdenken. Und da kann ich eine Entwarnung aussprechen, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Es gibt schon ganz viele helfende Stellen, ganz viele Stellen, die schon sehr weit sind. Und deswegen kann man hier viel voneinander lernen. Und letztendlich geht es um Zugänglichkeit für Lernende und das Teilen von Lehre. Das ist das ganz Wichtige im Sinne derer, die von uns lernen sollen. Als kleines Beispiel haben wir an der Uni Graz dafür ein paar Bausteine. Es gibt eine Policy des Rektorats, die ein paar Vorgaben macht. Es gibt ein Weiterbildungsangebot, damit alle erfahren können, wie das überhaupt funktioniert. Wir haben ein eigenes Portal, damit man die OER auch veröffentlichen, suchen, finden kann. Wir bewegen uns in einem Netzwerk, genauso wie hier heute, um Wissen auszutauschen, um uns gegenseitig zu stärken und zu motivieren. Und wir supporten Lernende wie Alex laufend bei allen Fragen. Und das ist das Wichtige, dass immer jemand dabei ist im Hintergrund. Ich habe hier auch noch die Frage, wo man das eigentlich findet, die sehr oft kommt, aufgegriffen und möchte euch
hier ein paar Links da lassen. Ich werde meine Folien danach auch im Chat verlinken, damit ihr hier auf diese und weitere Links zugreifen könnt. Da sind auch sehr viele Linklisten und Suchmaschinen dahinter, damit wir wirklich die Möglichkeit haben, diese offenen Materialien, von denen es schon sehr, sehr viele gibt, auch zu finden und uns nicht immer nur auf Google verlassen müssen. Und damit möchte ich euch herzlich einladen, auch sich bei Fragen zur Open Education jetzt im Chat dazu zu melden und in die Diskussion. Ich freue mich auf den nächsten Talk und wie Alex jetzt die ganzen Themen zusammenführt. Herzlichen Dank. So, ich hoffe, man sieht mich, Alex, wie ich ins, ich sehe ein Nicken, wundervoll. Nun, also ich habe mich sehr viel damit jetzt beschäftigt, was ist Digitalität, Digitalisierung, was ist Openness. So richtig kann ich es nicht auseinanderhalten und ich merke auch, wenn ich selber lehre, dass ich teilweise Aspekte dem einen und dem anderen zuordnen kann. Teilweise ist es recht eindeutig. Teilweise verschwimmt es für mich auch so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, so richtig ist es noch nicht angekommen. Also drehe ich noch mal eine Runde und gebe einfach mal offene Bildung noch mal in die Suchmaschine meiner Wahl ein und stoße dann vollkommen frei erstmal auf solche schönen Überschriften wie Bildung für alle, Material von allen. Das finde ich großartig, weil ich als Lehrender möchte natürlich Bildungsgerechtigkeit fördern, Lehren, Lernen, alles für alle. Da sehe ich mich, da fühle ich mich wohl, finde ich großartig. Das heißt, eigentlich möchte ich mein komplettes Handeln auch nach dieser Devise ausrichten. Dann sehe ich aber so als zweiten Treffer in einem uns wahrscheinlich allen bekannten, auf einer uns allen bekannten Plattform, diese Beschreibung, wo es direkt um Lizenzen geht, was ich immer ziemlich abschreckend finde, ehrlich gesagt, weil in meinem Arbeitsalltag bin ich manchmal ein bisschen aufgeschmissen, was das angeht und meine Unterrichtsmaterialien zu lizenzieren, die ich wirklich mühevoll mir zusammengesucht habe, manchmal auch von KollegInnen nehme, ist für mich eher eine Gefahr. Also wie kann ich da irgendwie was im Alltag für mich Sinnvolles umsetzen, wenn ich das so lese? Als dritten Treffer, und das habe ich ja auch schon bei meiner Auseinandersetzung mit OER, als ich es mir intensiv angeguckt habe, gesehen, steht hier was von der UNESCO und dass sich irgendwie in großen Städten Vertretungen aus Bildungspolitik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft getroffen haben. Also alle, außer die Leute, die tatsächlich in der Schule tätig sind, finde ich seltsam, weil, also, ich bin doch in der Schule, ich weiß doch, wie ich hier Unterricht mache. Warum entscheiden diese ganzen Menschen darüber, was ich in meinem Unterricht machen sollte oder kann oder was jetzt für mich am besten ist? Bin ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Und dann sehe ich das auf einem Portal, auf dem ich als Lehrende recht oft unterwegs bin. Nicht so eine vielversprechende Überschrift, ehrlich gesagt. Meine Ideologie will ich eigentlich nicht vergessen. Eigentlich holen mich solche Titel nämlich sehr ab und aus diesem Grund bin ich auch Lehrender geworden. Aber Vernunft und Ideologie steht für mich persönlich jetzt auch nicht wirklich im Widerspruch. Ich schaue mir nochmal explizit digitale Bildung an und stoße dann auf sowas. Auch da sehe und fühle ich mich leider, so ging es mir auch ganz lange und so geht es mir auch, egal nach wie vielen Jahren Erfahrung, immer noch manchmal. Das fühle ich leider auch sehr, weil so richtig in der Gegenwart angekommen fühle ich mich nicht. An meiner Schule ist es so, dass wir immer noch ein bisschen hinterherhinken und ich das Gefühl habe, in meinem persönlichen Gebrauch mit mobilen Endgeräten, mit dem Internet etc. bin ich persönlich eigentlich der Schule voraus. Ja gut, da denke ich natürlich sofort an meine Kinder und Jugendlichen, die ich unterrichte und die eigentlich viel zu viel Zeit vorm Handy verbringen. Aber inwiefern betrifft das jetzt Schule? Habe ich da überhaupt Verantwortung für? Und dann gibt es ganz viele Aussagen dazu, dass Kinder dümmer werden und das Lesen verkümmert und Erfahrungen nicht mehr so ausgeschöpft werden können. Also irgendwie sind es sehr unterschiedliche Themen und sehr unterschiedliche Plattformen, die über digitale und über offene Bildung schreiben. Mir ist auch aufgefallen, dass über OER ganz viele Wortwitze gemacht werden und digitale Bildung erscheint mir aber irgendwie größer. Ich meine, es ist in allen Zeitschriften, egal ob mit oder ohne Serifen, aber ich finde es überall und
Das Thema OER ist doch eher noch so ein Randthema, das so in der Forschung vorkommt. Wenn ich mich mit KollegInnen darüber unterhalte, bin ich irgendwie aufgeschmissen und weiß nicht so richtig, wie ich das alles einzuordnen habe. Ich frage mal andere, was sie so meinen, ob Digitalisierung, Digitalität, digitale Bildung, ob das jetzt das große übergeordnete Thema ist und OER vielleicht ein Teilthema davon oder ob das zwei komplett verschiedene Dinge sind, ob es eigentlich das gleiche ist und es einfach nur Synonyme sind und das eine ist halt ein bisschen bekannter als das andere. Aber irgendwie scheinen sich Leute nicht so richtig dafür zu interessieren, selber nicht so viel darüber zu wissen. Und dann gibt es Leute, die sich ganz, ganz viel damit auskennen. Also irgendwie verbinde ich OER auch immer mit Leuten, die sehr, sehr tief im Thema drinstecken und sehr viel Erfahrung haben und sehr digital affin sind. Aber ehrlich gesagt, viel wird sich auch einfach darüber lustig gemacht, wie schlimm die Digitalisierung an Schulen in Deutschland läuft, nicht nur an Schulen, sondern auch an Hochschulen, was ich selbst auch noch aus meiner Zeit an der Hochschule kenne. Und ich komme ein bisschen zu dem Schluss, Digitalisierung und Openness mögen viel Gemeinsamkeiten haben. Das sehe ich schon. Beides funktioniert oft nicht. Beides ist umstritten. Beides ist teuer. Ich habe dabei diesen Gesichtsausdruck. Manche KollegInnen haben diesen Gesichtsausdruck, einfach weil sie es ein bisschen auf die Schippe nehmen. Aber letztendlich hat eine Sache mein Bild Openness und Digitalisierung schon ein bisschen geändert, nämlich das eine kann zwar Teil des anderen sein, aber viele Teilaspekte, die von Digitalität und Openness ausgehen, schließen sich eben auch nicht aus. Und letztendlich kann ich als Lehrender natürlich alles so gestalten, wie ich möchte. Immerhin bin ich Lehrender geworden, weil ich etwas verändern möchte und dazu kann ich eben meine eigene Bildungskultur gestalten. Ich kann entscheiden, ob ich ein Arbeitsblatt ausdrucke, das aus einem Schulbuch nehme. Ich kann mich dazu entscheiden, mal ein richtig aufwendiges Arbeitsblatt selbst zu gestalten, es offen zu lizenzieren. Das kann ich digital machen, das kann ich teilen. Und all diese Aspekte, je nachdem, wie ich sie mir zurechtlege, sind letztendlich meine eigene Lehr- und Lernkultur. Das heißt, ich für meine persönlichen Werte und meine Kultur, die ich auch weitergeben will als Multiplikatorin, das macht letztendlich aus, ob ich digital und oder open arbeite.